Du bist draußen. Ja, irgendwie schon. Soll ich nicht? Weißt du nicht? Vielleicht sollte ich besser nicht. Hier fehlt jetzt ganz viel Kies. Ah, ich sollte nicht hier draußen sein. Ist was explodiert? Nee, aber ich habe sowas gesehen. Und, ja. Es kommt hinter mir her und so. Ja, wollen wir mal reingehen und durch den Gang? Ich weiß nicht, ob ich dann nicht explodiere bis zu dahin. Okay. Ja, dann tschüss. Der ist jetzt die Tür gerade offen. Ja. Oh ja. Man kann über die Bank steigen und dann da unten hin. Ich bin weg. Also super. La la la, la ja, klar, la. Da, genau dafür ist das Ding da. Perfekt. Und jetzt hier unten im Gang, bumm. Jetzt stößt man sich ständig hier in den Weil Kopf. Hier ist auch noch recht dunkel, ne? Aber hier spawnt nichts. Ist zu niedrig. Echt? Bei ja. zwei hoch spawnt nichts? Ich glaube mindestens drei oder so. Ich habe mal ein paar Fackeln gesetzt. Ich hatte auch die Überlegung, dass man hier so ein paar Redstone-Lampen. Aber es gab doch immer mal die Sache, die nacheinander angeschaltet werden. Dann oh ja, sieht das mit so ganz toll aus. Dass man irgendwie, wenn man drüber läuft, immer der Kram angeht, das wo man gerade langläuft. Das könnte man auch. Das wäre auch lustig. So, weißt du, wo man hier langkommt? Nö. Aber hier wegen der Spawn-Geschichte, da gab es doch mal, dass man irgendwie die ganzen Bodenlöcher, die man irgendwie gebuddelt hat, immer ausgefüllt hat. Jedenfalls bei Gronkh habe ich es mal gesehen. Weil er dann meinte, dann würden da auch keine Spinnen drin spawnen und so. Wie? Naja, er hat irgendwie so Bodenzeug gebuddelt und hat dann mal diese ganzen Bereiche irgendwie ausgefüllt. Kann man machen, ja klar. Aber wenn das so nicht passiert, dann ist ja auch gut. Hier kommt man direkt in die Gräben rein. Ach, cool. Ich kann etwa bis zum Nebel sehen. Nee, geil. Ja. Hier muss man noch mit Brücke. Ach ja, ja. Ach, hier sind wir. Ach ja, so. Da ist noch Eisen. Ich wollte sagen, da ist Eisen. Wow. Hier hätte ich auch sehr viel Spaß, so bei diesem Gang. Wo bist denn du? Ich bin hier ganz woanders hin. Am Ende. Okay, bin gleich da. Oh, ein Huhn. Oh, ein Ei. Ah, wieso hattest du jetzt Spaß bei diesem Gang? Ja, weil ich da, ich weiß nicht, gestorben bin ich da glaube ich nicht, aber zumindest war es da recht knapp mit Runterfallen Krass. Und Skeletten und so. Vor allem Skelette, die einen runterschießen und so, ne? Ja. Macht dann ja auch glaube ich zumindest, oder da war was anderes. Macht ganz viel Spaß. Ja. Gut, haben wir die Tür da gebastelt. Auf der anderen Seite vom Gang braucht man ja eigentlich nichts, ne? Da sind ja eigentlich keine Gäste da unten. Nee, also da unten, du endest doch irgendwo in diesen ganzen Kanal rein da, ne? Ja. Da ist ja dann auch irgendwie, kommt ja keiner vorbei und denkt sich so, ach, wenn hier noch ein Geheimgang wäre, ne? Hm. Und jo. Das hier ist das Ding, aus dem auch irgendwann mal was wird oder auch nicht, ne? Das ist super, ja. Das ist ein Kunstwerk. Ja, ich weiß schon. Gut, was machen wir denn jetzt? Du wolltest Schienen in Nether legen. Ah, stimmt. Ich erinnere mich nur mal ganz kurz, was du wolltest. Das ist schön. Ja, fein, ja, ich ne? vergesse das ständig selber. Oder man Mach nimmt ja sich halt irgendwas vor und dann... Dafür hast du mich ja dabei jetzt super. Hier. Ja, toll. Hallo, laufende... Tür zu. Ja, Seed. So, ich entrümpel mal mein Inventar. Ich auch. Oder können wir gleich noch eine Runde... Obwohl, Nether, da können wir ja... Brauchen wir nicht pennen gehen. Da ist ja kein Thema. Da ist ja auch kein Tag-Nacht, ne? Ne, ich müsste noch den... Ja, gut, wir müssen ja eh in die Richtung. Da kann ich dann auch noch mal den Weg wieder auffüllen. Ich habe noch einen verzauberten Bogen. Die Monster lassen ständig irgendwelche verzauberten Bögen fallen. Puh, die Sch... So, wir hatten gerade mal ein technisches Problem. Nicht das erste. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber plötzlich lief der Ton nicht mehr. Ist aber nichts Wesentliches passiert. Der Faltrenner ist immer noch da. Juhu, juhu. Ja. Ja. Sag hallo. Hallo. So. Genau. Ich kann auch normal reden. Ja. Schon okay. Nö. Ja, okay. Ja, so, wir haben nichts Wesentliches gemacht. Ich, keine Ahnung, fehlen ein paar Sekunden jetzt. So plus minus. Ja, also im Prinzip haben wir eigentlich nur... Plus minus zwei Stunden, ne? Wir haben Kisten mit Zeug vollgestopft, das ist alles. Wir wollten jetzt Schienen mitnehmen und irgendwie auch... und dann irgendwie in Nether irgendwie so ein Zeug bauen, ne? Ich habe sogar Schienen dabei. Ich mache wahrscheinlich noch mal ein paar mehr jetzt gerade mal. Also Schienen brauchen wir und wir brauchen auch Beschleunigungsschienen natürlich, ne? Ich habe... Ja, genau. Die kannst du ja bauen. Ja, okay. Klar. Gold und so. Ich habe zwar irgendwo noch eine ganze Menge Schienen, allerdings sind die im Eingangsbereich von der Höhle, wo wir zuletzt waren. Das heißt, da liegen die gut. Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr, wo der Eingangsbereich war. Das, ja, wir haben ja damals einen anderen Ausgang genommen aus der Höhle raus. Wer war denn wir?
die Zuschauer und ich. Achso, ihr. Okay. Ich weiß ja nicht. Ich dachte vielleicht, du wärst noch mit wem unterwegs gewesen da oder so. Nee, da nicht. Im Neta war ich mit DK drin, das stimmt. Ja, stimmt, aber ja. Den Ausgang da hinten, den habe ich allein gelegt. Alles klar. Ich habe jetzt drei Einviertel-Stacks Schienen. Alles klar. Brauchst du Holz? Nee, ich habe schon mir so ein paar Sticks gebastelt. Hast du geplündert? Ich habe mir natürlich großzügigerweise etwas entnommen. Ja. Wollen wir mal einen Huhn hier drin haben? Du, also ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber klar. Nö, ist eh nicht. So, Redstone brauche ich auch nicht mehr. So, gleich. Kann ich mal das hier dazu packen. Vielleicht habe ich Fäckelchen, komm mal da drunter. Wo ist der Diamant? Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen. So, jetzt habe ich fast einen Stack Redstone Beschleunigungsschienen. So, genau. Beschleunigungsschienen macht man so ähnlich wie die normalen Schienen auch, nur statt Eisen nimmt man halt Gold. Ne? Unten Redstone richtig. Noch irgendwo rein? In der Mitte unten hin. Okay. Fackeln brauchst du noch? Redstone-Fackeln? Ja. Eine oben drin. Ich glaube, das ist von mir übergeblieben. Nee, die habe ich da gerade reingepackt. Okay, dann hole ich noch ein paar. Baue ich noch mal ein paar zusammen. Die Rezepte und sowas findet man ja alles im Internet. Und ich denke mal, die meisten also kennen das ja auch. Redstone-Fackeln, ne? Ja, also ernsthaft. Wie eine Fackel, nur statt Kohle nimmt man das rote Zeugs. Richtig. Dann hat man quasi Eis am Stiel. Es fehlt eigentlich noch, ne, dass man Schnee nimmt, den irgendwie einfärbt. Stiel rein. Mit Rosengeschmack. Oder mit Schafs... Ah nee, das war die Schafskäse, toll. Okay, ich habe also jetzt Fackeln und Redstone und du hast Schienen. Ich habe Schienen dabei. Hast du was, dass wir Knöpfe bauen können? Wie Knöpfe? Na, wir brauchen noch Knöpfe für Start und Ende. Ich nehme ganz viel Kobbel mit für statische Arbeiten. Also du brauchst doch Cleanstone für Knöpfe. Oder ich Holz. Bestimmt Cleanstone für Zeugs, ja. Deswegen, weil wir müssen ja auch irgendwie eine Start- und eine Endhaltestelle haben und so. Das ne? stimmt, ich brauche keine Schere auf dem Weg. Ich auch nicht, wo kommen die hin? Unten rechts. Alles klar. Die kann aber ein... Na, egal. Ether-Schafe, ja. Ja, genau. Ich brauche keine. Gut, ein bisschen Kobbel habe ich auch mit. Ich nehme noch ein bisschen mehr mit. Keine Schaden. Normale Fackeln habe ich gar nicht. Ich habe 40 Stück. Normale Fackeln? Ja. Meinst, okay, das ist ja gar keine Höhle. Das ist ja auch so hell genug, ja. Oder? Wo bist denn du? Ja, ich komme hinterher. Achso. Rot habe ich auch wir noch. Wir können auch einfach so mal durch die Nacht jetzt hier. Uhuhu, durch die Nacht. Yay. Warum hast du ein verzaubertes Schwert? Ich habe das von DK geplündert. Oh. Hast du doch gesagt, nimm mal. Ich so, warum? Okay. Ich ist ein Creeper. Nicht wo? Hier sind mehrere. Ah. Aber noch explodiert nichts. Nein, noch nicht. Ich laufe auch noch. Die sind auf mich gemünzt. Achso, schön. Dann habe ich ja noch Zeit. Komm ins Haus. Ja, ich bin ja dabei. Pass auf. Also, Problem ist, da sind wir jetzt drin gefangen. Bis, also. Na, hier von hier aus kommen wir doch in Nether, oder nicht? Das ist eine Spinne. Nee, noch nicht. Du hast keine Verbindung von unserer Geheimtür. Nee. Ach. Das kann man noch machen, dass man hier unten. Ja. In die Wand, das muss ja kein Geheimzeug sein. Ups, na gut, geht schon. Ich hoffe mal, das ist hier irgendwo in der Gegend. Wenn du in die richtige Richtung gräbst? Ja, es ist hier. Prima. Dann ist es nämlich einfacher. Dann kann man immer noch in das den. Das war ja auch so die Idee, dass man hier dann runter kann. Jetzt können die Creeper von unten und oben kommen. Zum Beispiel kommt hier gerade einer entgegen. Jetzt kommt einer von oben von zu dir. Da schießt gerade jemand einen Pfeil. Das ist nur ein Skelett. Ah, verdammt. Ich sag ja, es kommt einer von oben zu dir. Das Skelett nervt. Soll ich dir mal irgendwie helfen? Das Skelett nervt. Ich komm mal hinterher. Skelett und Creeper haben sich gerade selber. Oh. Sie wollten sich und so. Du hast noch einen Pfeil im Genick stecken. Echt? Ja, echt. Geh mal Außenansicht. Oh. Deswegen juckt das da so. Ja, zwischen den Schulterblättern. Ich sehe schon ganz traurig aus. Oh. Das sieht echt cool aus jetzt da. Ja. Das ist mein neuer Zopf. Nicht im Knie, aber im Genick. Das muss reichen. Nee, ich habe einen Zopf. Oh, einen Zopf. Mit Schleife dran. Sehr schön. So, wollen wir da mal runter? Ja, rein da. Jetzt habe ich immer noch nicht den Weg ausgebessert da vorne. Ja, kommen wir auch nicht mehr zu, so. Ich bin einfach durchgelaufen. Ist das Skelett mitgekommen? Es war doch schon tot. Also ist trotzdem mitgekommen. Nether. Boah, jetzt das Problem ist, jetzt hören wir auch gar nicht, ob hier böse Buben kommen. Dieses. Genau. Na gut. Das könnte lustig werden. Sehen wir dann ja. Das könnte sehr lustig werden. Also wenn wir. Nee. Das, wieso meinst du, es ist gefährlich, ja? Ich kann mal gucken. Ich kann theoretisch den Ton hier auch noch anstellen.
Aber pass auf, also wir müssen doch irgendwie jetzt, jetzt können wir doch, von wo wir, wo willst du denn so eine... Mach mal was. Also du willst ja jetzt gleich eine schöne Schienenstrecke haben, nee. Weil mal im Nether ist es glaube ich irgendwie ein Viertel so weit weg alles, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich sag das nur einfach mal so, um jetzt die Zeit zu überbrücken. Deswegen lohnt es sich halt in den Nether so eine Schienenstrecke zu machen. Also ich höre gerade nichts, glaube ich. Doch mal, wir hören was, alles klar. Okay, ja, alles klar. Wir können jetzt selber hier auch was hören, unfassbar. Das Spiel hat Sound. Wahnsinn. Wollen wir hier anfangen mit der Schienenstrecke oder von wo nach wo soll das? Wow, ich habe auch Bugs. Du hast Bugs? Ja, so Grafikzeug. Bugs Bunny. Das Problem ist, wir müssen erstmal schauen, wo wir dann hier lang... Ist kein Creeper, ich dachte gerade. Das geht ja nicht. Wo wir denn hier lang langen können. Ah, da ist ein Fall. Da hat man, gut, dass du es angemacht hast, den Sound. Die Schweine sollten, also die Geisterschweine, weil die sind Schweine, sollten wir nicht hauen. Sonst kommen die anderen auch. Nee, die, sonst wollen uns alle verprügeln. Die Schweine halten zusammen. Ja. Ja. Wohin wollen wir denn von hier aus? Ich überlege gerade, ich erinnere mich ja an den Sturz hier unten hin, aber... Den mit dem Augenlid? Ja. Ich war gerade echt schon länger nicht mehr hier, aber das andere Viech dahin stört mich echt. Das ist jetzt rumspeit. Ich hole mal den Bogen raus. Ich habe gerade so ein blödes Geisterschwein für dich gehalten, weil du da so Rüstung anhast. Das sah ein bisschen komisch aus. Kein Geisterschwein. Nein. Ja, das ist nicht so weit weg dahin. Lass dich nicht treffen. Nö. Wo muss ich denn überhaupt? Ich glaube, wir müssen hier erstmal hoch, dann. Wo ist hier? Da, wo der Pfeil hält. Also, du bist jetzt in Richtung Pfeil gegangen, okay. Hier hoch. Problem ist, wenn sobald wir dann getroffen werden, oder sobald so ein Gas auf uns schießt. Wo? Hier genau, hier hoch. Da, wo die Schräge ist. Ah. Sobald ein Gas hier schießt, ist aua. Dann ist die Schiene kaputt. Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt wieder verlaufen. Nee? Hier, aber hier kann ich doch nicht, das ist doch viel zu schief. Geh nochmal zurück, da wo du warst. Ja. Oh Mann, jetzt sehe ich dich, alles klar. Wir müssen nämlich eigentlich nur hier im Berg da hoch. Also. Weil da müssen wir eh hoch. Okay, ne? Da müssen wir hoch. Und dann da hoch. Das heißt, dann müssen wir jetzt hier eine Schräge bauen. Denn wir kürzen das jetzt mal vollkommen ab hier. Käme man ja hier raus, könnte man direkt in der Wand hier hoch. Hoffe ich. Klar, probieren wir einfach. Ich habe jetzt Koordinierung und so, also Koordinaten. Koordination. Koordinaten. Habe ich hier, ja, wenn du willst. Nee, aber es ist ja langweilig. Ist halt die Frage, man kann das direkt da reinbauen oder halt in den Berg. Ich fände eine freischwebende Bahn cooler als irgendwie. Ich würde trotzdem hier drin einmal hoch. Ich weiß nur nicht, wie weit man da muss. Ich grab mich einfach mal hier hoch. Okay. Kann man da drauf laufen? Von selber nicht, ne? Okay. Ich tue die mal da direkt. Schienen brauche ich ja noch nicht. Ich baue mal den Boden aus ein bisschen. Wie den Boden ausbessern? Naja, wenn wir da Schienen langlegen wollen, dann brauchen wir einen Boden. Achso, ja, da wollte ich den anderen Stein hier, aber das können wir auch damit, klar. Was wolltest du da hin tun? Hier den Nether-Zeugs. Damit es schön aussieht. Naja, wir müssen das denn eh. Wir ändern das dann eh irgendwann mal um. Wobei, was heißt irgendwann? Eigentlich kann man das direkt schön machen. Ja, im Prinzip auch, ja. Also kann man direkt Nether da hin. Also ich meine, den Gang hier, das ist jetzt mal nur so ein kleiner Gang zum Gucken. Ja. Das heißt, daneben müsste eigentlich noch eine zweite Reihe sein, damit man hier auch einen Fußweg hat. Alles klar, kein Problem. Gehen wir hin. Machst du das? Ja. Gut. Ich hoffe mal, dass das hier halt tatsächlich richtig ist. Hey, I'm useful. Yay. Ja. Ja, das Problem ist, wenn einer halt eine Idee hat, was man dann machen kann und der andere weiß es nicht. Richtig. Ja, so allgemein gesehen. Ja, also Kommunikation im Team ist eine ganz wichtige Sache. Da gibt es ganze Seminare zu. Deswegen ist Teamleiter sein gar nicht mal so einfach. Oder auch Chef. Oder Trittleiter. Ja. Das ist dann, wenn man ein schlechter Chef ist, also oder Trittleiter. Halbleiter. Dann lässt man das ganze Zeug zu sich rein, aber nicht wieder raus. Halbleiter, ja. Kippst doch ständig um. Ja. Ja, das ist immer, ja. Ja, okay. Dann ist ja eine Halbleiter, also eine Halbstrickleiter ist ein Seil, oder wie? Ja, richtig. Seil mit Knoten drin zum Hochklettern. Genau.
Sehr gut. Müssen wir dann hier. Das ist alles eine Wortfamilie. Wo bist du? Ja, das ist. Oben, ne? Ich meine, Leiter. Einmal. Oh, schön. Einmal leitet ist ja. Wir sind zu hoch. Okay. Soll ich irgendwo. Au. Oh. Ich sehe, was? Sie da glauben? Oben ist. Ich muss nur markieren hier. Da ist irgendwas. Das fällt jetzt auf. Na ja gut, ich bin noch so ein paar Meilen hinter dir, so, aber es kommt schon noch. Man hätte direkt zur anderen. Boah, wo ist für. Au. Soll ich aufhören zu graben? Ich muss jetzt gerade mal feststellen, wo wir eigentlich hier sind. Aber es sieht scheinbar sehr beeindruckend aus. Man kann direkt in der Wand einmal so einen Knick machen, dass man hier dann hoch kann. Ja. Soll ich jetzt hier einen Knick machen oder was? Ich weiß auch gar nicht, wo ich bin. Ich sehe das Ende des Tunnels. Ja, es leuchtet hell und. So auf halber Höhe einmal. Geh nicht ins Licht. Oh, ah ja, hätte ich machen sollen, wa? Na gut. Ich mach da mal. Kannst du ja von der Seite reingraben oder so, geht das? Ja. Von der Seite reingraben? Ja, ist wahrscheinlich zu gefährlich. Ja, es ist auch gefährlich, was ich hier gerade treibe. Uh! Ich will nämlich da wieder. Huch, wo bin ich denn?